Freitag. Wenigstens glaube ich, dass heute Freitag ist. Ich habe alle elektronischen Geräte kaputt gemacht. Meinen Computer in 1000 Stücke zerschlagen. Netzwerke hätten Zugriff zu jedem noch so kleinen Detail auf der Festplatte gehabt. Oder noch schlimmer, man hätte die Informationen verändern können. Ich bin Programmierer, ich weiß das. Kein bisschen an Informationen, welches ich rausgegeben habe, seit dieser Wahnsinn angefangen hat. Meinen Namen, meine E-Mail-Adresse, meinen Standort war von der Außenwelt genannt worden, bevor ich es nicht erwähnt hatte. Ich habe mir wieder und wieder durchgelesen, was ich geschrieben habe. Nervös auf- und abgehend haben meine Gefühle zwischen blankem Horror und überwältigendem Unglauben geschwankt. Manchmal bin ich mir zu 100% sicher, dass irgendeine Phantomgestalt entschlossen ist, mich dazu zu bringen, nach draußen zu gehen. Wie ganz am Anfang, während des Telefonanrufs mit Amy, da hat sie mich effektiv gebeten, die Türe zu öffnen und rauszugehen. Ich spiele es immer wieder in meinem Kopf durch. Zum einen denke ich, dass ich mich wie ein Verrückter verhalte, dass all dies nichts als ein extremes Zusammenkommen großer Unwahrscheinlichkeiten ist. Ich habe mein Haus nur immer zur falschen Zeit verlassen, per Zufall keine fremden Personen gesehen und merkwürdige, sinnlose E-Mails von einem Computervirus genau zur richtigen Zeit erhalten. Andererseits ist dieses extreme Zusammenkommen großer Unwahrscheinlichkeiten genau der Grund, weshalb, was auch immer da draußen ist, mich noch nicht erreicht hat. Ich komme nicht umhin, immer wieder zu denken, dass ich das Fenster im dritten Stockwerk nie aufgemacht habe und die Eingangstüre blieb geschlossen, bis zu dieser unglaublich dummen Aktion mit der versteckten Kamera, wonach ich direkt zurück in mein Zimmer gerannt bin und die Türe zugeschlagen habe. Ich habe meine eigene Türe nicht wieder aufgemacht, seit ich die Haustüre geöffnet habe. Was auch immer da draußen ist, sollte etwas da draußen sein, es hat sich nicht in diesem Gebäude gezeigt, bis ich die Haustüre geöffnet habe. Vielleicht war der Grund dafür, dass es noch nicht im Gebäude gewesen war, dass es noch woanders war, sich alle anderen geschnappt hat. Und dann hat es gewartet, bis ich meine Existenz mit dem Versuch, Amy anzurufen, preisgegeben habe. Einem Anruf, der nicht angenommen wurde, bis es mich zurückrief und nach meinem Namen fragte. Der Schreck überwältigt mich jedes Mal, wenn ich versuche, die Puzzleteile dieses Albtraumes zusammenzufügen. Diese E-Mail, kurz und abgeschnitten, wurde sie von jemandem gesendet, der versucht hat, die Welt zu warnen? Eine freundliche Stimme, die verzweifelt versucht, mich vor dem Ding zu bewahren. Gesehen mit meinen eigenen Augen, vertraue ihnen nicht. Genau das ist der Grund, weshalb ich so misstrauisch bin. Es könnte eine meisterhafte Kontrolle über alle elektronischen Geräte haben und mich so mit seinen heimtückischen Täuschungen aus dem Haus locken wollen. Aber wieso kann es nicht reinkommen? Es hat an der Türe geklopft, es muss also eine feste Form haben. Die Tür, das Bild der Türen in den oberen Stockwerken, wie Wächtermonolithen, schiebt sich immer wieder vor mein inneres Auge, wenn ich diesen Gedankengang nachgehe. Wenn es wirklich ein phantomartiges Wesen gibt, welches versucht, mich aus dem Haus zu locken, dann kann es vielleicht gar nicht selbstständig durch die Türen kommen. Ich erinnere mich immer wieder an all die Bücher, die ich gelesen habe und all die Filme, die ich gesehen habe. Versuche eine Erklärung für alle Ereignisse zu finden. Türen lagen schon immer im Fokus der menschlichen Vorstellung, wurden schon immer als Hüter der Portale mit spezieller Bedeutung gesehen. Vielleicht ist die Türe einfach zu dick. Ich weiß, dass ich durch keine der Türen in diesem Gebäude schlagen könnte. Ganz zu schweigen von den schweren Kellertüren. Abgesehen davon ist doch die wirklich wichtige Frage, weshalb es mich überhaupt nach draußen locken will. Würde es mich einfach nur umbringen wollen?
dann könnte es dies auf so viele verschiedene Arten tun. Unter anderem einfach abwarten, bis ich da drin verhungere. Was, wenn es mich gar nicht umbringen will? Was, wenn es ein viel schrecklicheres Schicksal für mich geplant hat? Gott, was kann ich nur tun, um diesen Albtraum zu entfliehen? Es klopft an der Tür. Ich habe ihnen gesagt, dass ich noch eine Minute brauche, um nachzudenken, bevor ich rauskomme. Ich schreibe das hier auf, um herauszufinden, was ich tun kann. Wenigstens habe ich diesmal ihre Stimmen gehört. Meine Paranoia, ja, ich erkenne, wenn ich paranoid bin, lässt mich an Tausende von Möglichkeiten denken. Wie ihre Stimmen auf elektronischem Wege künstlich hätten erzeugt werden können. Draußen könnten lauter Lautsprecher, welche menschliche Stimmen imitieren, stehen. Hat es wirklich 3 Tage gedauert, bis sie wiederkamen, um mit mir zu reden? Anscheinend ist Amy dort draußen, zusammen mit 2 Polizisten und einem Psychologen. Vielleicht hat es auch 3 Tage gedauert, bis sie sich ausgedacht haben, was sie mir erzählen würden. Die Behauptungen des Psychologen könnten ziemlich überzeugend sein. Würde ich mich entscheiden, zu denken, dass dies alles nur ein verrücktes Missverständnis ist und nicht irgendein Wesen, das versucht, mich auszutricksen, damit ich die Türe öffne. Der Psychologe hat eine alte Stimme, autoritär, aber wohlwollend. Ich mag sie. Ich muss dringend jemanden mit meinen eigenen Augen sehen. Er sagt mir, dass ich etwas habe, was man Cyberpsychose nennt. Ich sei nur ein Betroffener einer nationalen Epidemie. Bei Tausenden von Leuten seien bereits Zusammenbrüche ausgelöst worden, wegen einer suggestiven E-Mail, welche irgendwie durchgekommen ist. Ich schwöre, er sagte, irgendwie durchgekommen ist. Ich glaube, dass er damit meinte, dass sie sich unerklärlicherweise im ganzen Land verbreiten konnte. Aber ich kann nicht aufhören zu denken, dass das Wesen einen Fehler gemacht hat und etwas verraten hat. Er sagte, dass ich Teil einer Welle aufstrebenden Verhaltens bin, welches auch bei vielen anderen Leuten auftritt. Dieselben Probleme, dieselben Ängste, obwohl wir uns untereinander nie ausgetauscht haben. Das erklärt geschickt die merkwürdige E-Mail, welche ich erhalten habe. Ich habe nicht die originale Auslöser-E-Mail erhalten, sondern nur eine Weiterleitung. Mein Freund könnte auch zusammengebrochen sein und versucht haben, alle vor seinen paranoiden Ängsten zu warnen. Der Psychologe behauptet, dass sich das Problem so ausbreitet. Ich könnte es auch verbreitet haben, mit meinen Nachrichten und indem ich versucht habe, alle zu erreichen. Einer dieser Leute könnte jetzt auch am Zusammenbrechen sein, wegen einer Nachricht, die ich gesendet habe. Etwas, das sie so interpretieren können, wie sie es wollen. Etwas wie eine SMS. Ob sie in letzter Zeit jemanden von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Der Psychologe hat mir gesagt, dass er nicht noch einen verlieren will. Dass Leute wie ich intelligent sind, zu intelligent. Es ist unser Untergang. Wir sehen Zusammenhänge und machen Verbindungen zu gut, zu schnell. Wir tun dies, auch wenn wir es nicht sollten, wenn die Zusammenhänge gar nicht existieren. Er sagte, es ist einfach, sich in der Paranoia zu verheddern, so schnell, wie sich die Welt bewegt, mit den konstant wechselnden Orten und Interaktionen, die mehr und mehr simuliert werden. Das muss ich ihm zugestehen. Eine großartige Erklärung. Er erklärt die Ereignisse sehr geschickt. Um genau zu sein, erklärte sie perfekt. Ich habe allen Grund, diesen Albtraum, die Vorstellung, dass irgendein Ding oder ein fremdes Bewusstsein oder sonstiges Wesen dort draußen von mir verlangt, die Türe zu öffnen, damit es mich einfangen und mir ein schrecklicheres Schicksal als den Tod zu Urteil werden lassen kann. Einfach hinter mir zu lassen. Nach dieser Erklärung wäre es töricht, hier drinnen zu bleiben und mich selber verhungern zu lassen, nur um das Wesen, welches vielleicht alle anderen erwischt hat, zu ärgern. Es wäre albern zu denken, nachdem ich die Erklärung gehört habe, dass ich vielleicht die letzte lebende Person bin, die sich in einem sicheren Kellerraum versteckt
und einigen unvorstellbar trügerischen Wesen trotzt. Nur indem ich mich weigere, rauszugehen, in einer sonst leeren Welt sein könnte. Es ist eine perfekte Erklärung für jedes einzelne Ding, welches ich gesehen oder gehört habe. Und ich habe alle Gründe der Welt, alle meine Ängste einfach loszulassen und die Türe zu öffnen. Und das ist genau, weshalb ich es nicht tun werde. Wie kann ich sicher sein? Wie kann ich wissen, was real ist und was eine Täuschung ist? All diese verfluchten Dinger mit ihren Kabeln und ihren Signalen, die von unbekannten Orten stammen. Sie sind nicht real. Ich kann mir nicht sicher sein. Signale einer Kamera, falsche Videos, trügerische Anrufe, E-Mails, sogar der Fernseher, welcher kaputt auf dem Boden liegt. Wie kann ich nur wissen, dass es wirklich ist? Es sind nur Signale, Wellen, Licht, die Tür. Es schlägt gegen die Türe. Es versucht reinzukommen. Welchen wahnsinnigen mechanischen Apparat könnte es verwenden, um den Klang, das Holz angreifender Männer so gut zu simulieren? Wenigstens werde ich es jetzt endlich mit meinen eigenen Augen sehen. Hier drinnen gibt es nichts mehr, mit dem es mich täuschen könnte. Ich habe alles zerstört. Es kann meine Augen nicht täuschen, oder? Gesehen mit deinen eigenen Augen, vertraue ihnen nicht. Sieh. Warte. Hat die Nachricht versucht, mir zu sagen, meinen Augen zu trauen, oder hat sie mich verzweifelt vor ihnen gewarnt? Oh mein Gott. Was ist denn schon der Unterschied zwischen einer Kamera und einem Auge? Beide wandeln Licht zu elektronischen Signalen um. Sie sind gleich. Ich darf nicht getäuscht werden. Ich muss mir sicher sein.